Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit meiner Schwester. Hello. Und genau, wir dachten uns, wir machen heute mal das letzte Video von Shein. Andersrum. Also im letzten Video hat sie meine Sachen bewertet, die ich mir ausgesucht habe. Mhm. Diesmal hat aber sie mir auch die Sachen ausgesucht und ich bin richtig gespannt. Ey, ich habe wirklich die Rezension studiert. Ich wusste nicht wegen Größe. Ja. Ich wusste nicht ganz genau, ob es ihr gefällt, aber dann dachte ich mir so, ich glaube, ich konnte deinen Style schon gut einschätzen. Ich wollte jetzt nicht so krass auf die Kacke hauen, dass ich so dachte, ich style dich um oder so, sondern ich versuche. Das auch witzig wäre. Ja, aber ich können wir auch mal machen. Aber nee, das ist cool, weil dann will ich die Sachen auch behalten. Ja, genau. Ich will eher so, dass du schöne Sachen hast. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben. Und Leute, ist euch was aufgefallen an unserer Optik? We switched haircuts. Ja. Das ist echt so lustig. Das ist echt so, sie ist so rötlich geworden und ich blunder. Aber looks good. Ja, also ich gewöhne mich langsam auch dran. Sie gewöhnt sich an ihre neue. Wir hatten beide so kurz Mental Breakdown nach der Veränderung, aber hey. Also das erste Teil ist das hier, was ich hier ausgesucht habe. Das ist so ein Midi-Kleid. Also es ist so, glaube ich, nicht bodenlang gewesen und sah am Model richtig geil aus. Ja, finde ich schon mal gut. Hat so ein Stretch, also ganz viel Stretch, was ich auch sehr wichtig finde bei Kleidern. Und ja, ich glaube, so ein Oberteil, was so auf die Schultern geht oder auch... Ja, ja, das ist geil. Ich liebe sowas. Vor allem, ich finde es auch gut, dass es lange Arme hat. Ich finde halt den Stoff so mittel, aber... Ah, und hier ist auch nochmal so fancy. Ja, genau, das sah irgendwie schön. Ach, es sah so schön aus. Okay. Da hast du richtig Bock, Fotoshooting auf dem Feld zu machen, ich sag's dir. Wenn es passt, machen wir das. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Ja. Und du bewertest. Also, was sagen wir? Also, ich muss sagen, ich finde es eigentlich richtig schön. Ja, ich auch. Es passt auch. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie bei den Armen wünschen würde, weißt du, was ich meine? Dass sie so ein bisschen schöner machen. Dass es hier so puffig ist. Ja, also das... Also jetzt muss ich mich so gerade schauen, wenn ich so stehe, das finde ich nicht ja, also komisch aus. Das hätte so ein bisschen so aufgeplustert genau, weil da, ja, also das ist so ein bisschen, das muss ich halt so ganz gerade stehen. Aber an sich finde ich schön, ich finde auch die Kappenhaltung. Ja, ich finde auch die Länge gut, es hat wirklich, geht zum Zählen was. Das sieht so edel aus, wie ich stehe in meiner Jogginghose. Nee, aber also die Arme finde ich auch übel. Und ich finde irgendwie, also hier finde ich das richtig schön, guck mal, das macht hier so. Ja. Doch. Aber so, checkst du dieses, man will auf dem Feld damit sein? Ja, so sommerlich, ja doch, doch. Ja, so Bauern. Aber nein, ich find's schön. Mit so Stiefeln noch. Ja. Oh, das rutscht halt ein bisschen von den Schultern runter. Ich glaube, das ist wirklich so rund. So konnte, glaube ich, aber... Ach so, trägt man es vielleicht los? Nee, man hat es eigentlich oben getragen, aber so geht's ja auch. Anders finde ich es auch besser. Ich glaube, es rutscht halt ein bisschen, weil hier doch dieser Bund ist. Ja. Und der zieht so ein bisschen, ich muss man es ein bisschen höher machen. Ich find's schön. Ich gebe dem Kleid eine 2. Aber ich hab's ja auch nicht rote? An. Ja. Achso, Oder ich gebe ihm eine 2-, weil ich den Stoff nicht so geil finde. Ja, wobei ich finde den Stoff eigentlich trotzdem ganz gut. Ich glaube, man spitzt vielleicht ein bisschen schon drin, aber ich würde sagen, ich gebe dem Kleid eine... Du kannst ruhig auch Scheißnote geben. Ich würde sagen, also, ich weiß nicht, ich gewöhne mich immer mehr dran. Oder warte, mit dem Gürtel? Würde das cool aussehen? So ein Gürtel, dann so ein Hut. Ich hab hier gerade nicht meinen Gürtel. So ein Alicatella-Style, weißt du, ich schwöre, das ist so. Nicht ganz eng. Oh doch, gefällt mir. Das ist halt ein bisschen, weil hier eigentlich das endet. Ich find's schön. Aber doch, also ich würde sagen, ich gebe dem Kleid eine 2-. Ja, habe ich auch gemacht, okay. Hast du 2-? Ja. Achso, ich dachte 2. Nee, ja, 2-. Doch, ich finde es schön, ich glaube, ich werde es auch auf jeden Fall anziehen. Das klingt hier gerade so ein Helikopter, Alter. Okay, also. Das nächste Kleidungsstück sieht, finde ich, in der Verpackung schon mal ultra geil aus. Ja, das sieht wirklich schön aus. Sowas liebe ich auch so voll hart. Sommerlich, die ganzen. Und ich glaube, ich mag den Stoff voll, oh mein Gott. Oh, ich hoffe, es wird schön, okay. Also, oh mein Gott, der Stoff ist ultra geil, finde ich. Pass mal an. Oh ja. Das ist so ein schöner Stoff. Das ist richtig weich. Und es ist... Das ist schön ein bisschen. Ja, übel. Warte, ich muss kurz gucken, wie es ist. Ach, es ist auch wieder so ein Midi-Kleid. Mhm. Und hat kurze Ärmel. Schnürt man das, oder? Ja, anscheinend. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber... ich guck mal. Ich könnte in deinen Links mal gucken, wie es an den Modeln aussah. Aber du ziehst das jetzt erstmal an. In der Zeit, wo ich mich umziehe, kannst und du mal gucken. Und das hat definitiv einen besseren Stoff, als das sah. Ja. Ja, also... Also, ich sitze mal hier auf meinem Bewerterstuhl. Also, erst dachte ich, es wird richtig schön. Ja, dann könnte es auch sein. Erstmal haben wir es hier gerade vermasselt mit den Raffungen. Jetzt haben wir es probiert so zu binden, das ist jetzt irgendwo da drin verschwunden. Man musste hier das so raffen an beiden Seiten, aber wenn man an einer Seite gezogen hat, aus der anderen Seite ist es weg und jetzt kriegen wir das dann nicht mehr rein und nach. Deswegen vielleicht wäre es dann auch noch so ein bisschen, also ein bisschen figurbetonter. Jetzt ist es halt sehr...
Der Unterrock ist halt mega kurz. Genau, ich weiß nicht, sieht man, glaube ich, hier. Ich habe einen Strumpfhose an, schwarz, und der geht nur bis hier. Also wenn ich nichts drunter hätte, würde man, glaube ich, alles sehen. Also keine Strumpfhose. Und irgendwie ist es dadurch auch hier. Ja, das ist echt komisch. Und dann auch mit diesen Raffeln, das ist irgendwie nicht so... Weißt du, was das für ein Ding ist? Man hat das Gefühl, Shein hat das Kleid auf einem Bild gesehen und hat es versucht nachzumachen. Ich schwöre. Ja, weil es von der... Ich weiß, was du meinst. Ja, die Proportionen nicht so passt. Der Schnitt ist nicht so wie auf dem Foto. Nee. Oder es war halt wirklich größer, dass... Nein, das die Ärmel waren auch länger und lockerer irgendwie. Ja, vielleicht war es größer. Vielleicht hatte die ein echt großes Kleid an. Ich dachte nur mal größer, als hätte er einen Schlitz. Ja, also es könnte schön sein, aber irgendwie so wie es jetzt ist, ist es nicht das Wahre. Also ich gebe... Es ist ja nicht komplett hässlich, ich gebe eine 4. Minus. Ja, ich auch. Weil ich kann das halt nicht anziehen. Ja, nee, das würdest du nicht sagen. Nee, hast schon recht. Ich glaube auch immer, dass das übelst faltig wird. Guck mal, das faltet sich hier schon. Ja, das ist so ein Stoff, den müssen wir bügeln. Okay, nee, also... Nee, schade. Schade, schade, Marmelade. Das nächste Teil. Ich guck mal kurz, was ich hier alles drin habe. Ah, okay. Wir können ja mal weitermachen mit etwas, was nicht ein Kleid ist, okay? Ja, gerne. Ich habe dir, also vielleicht ist das so ein Teil, das hast du auf jeden Fall noch nicht im Schrank, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Okay. Also ich würde mich darüber freuen, ich mag auch jetzt schon mal dieses Material. Und zwar habe ich dir so ein Overshirt bestellt. Overshirt? Was man so, also es ist so ein bisschen eine Hemdjacke. Boah, der Stoff ist geil. Ja, oder? Und das ist so voll die gute Übergangsjacke, finde ich. Zeig mal. Ist halt auf den Bildern voll schön, das kann man auch vielseitig kombinieren. Das sieht echt, ach, es hat gar keine Knöpfe, sondern es ist so... Hat es keine Knöpfe? Zeige ich gleich. Knöpfe. Nicht so von außen, oder? Druckknöpfe. Ich meine halt nicht, also es ist genau von... Ich kann dir mal zeigen, wie es auf dem Bild aussah. Ja, aber das ist geil. Also ich mag die Farbe voll. Übel. Beige und der Stoff ist richtig weich. Und der hält bestimmt voll warm, glaube ich. Ja, das ist so, das fühlt sich irgendwie so richtig Wolle, so weiche Wolle. Ja, cool aus. Ei, probier dann. Was sagen wir zu diesem Gerät? Also ich muss sagen, die finde ich richtig cool, obwohl ich ja eigentlich so Oversize bisher nicht so trage. Ja, da wollte ich doch, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Ja, und also da finde ich die Art von Jacke richtig geil. Also das ist ja wirklich... Und ich finde die so eine, cool. Ja, die sind so halt wirklich richtig flowy. Mhm. Finde ich geil. Und der Stoff ist so angenehm. Guck mal, wie gut dir die Farbe steht jetzt mit den Haaren. Ich kann ja, einfach das Beige finde ich echt schön. Das ist vor allem so ein geiles Beige. Ja. Das ist so... Ja. Und die Jacke finde ich richtig geil. Me too. Ich finde auch hier so am Kragen und so, es ist trotzdem voll gut. Mhm. Ich dachte, der erste steht hier voll ab, aber es geht voll. Ich fand das richtig, ich will die auch haben. Doch, die finde ich geil. Und die sieht auch aus, das hat mir gerade das Bild gezeigt, die sieht echt aus wie auf dem Bild. Also, das ist kein Fail. Hier, die Arme sind echt cool, weil die so... Die sind auch nicht zu kurz. Cool sind. Nee, die sind richtig gut. Welche Größe haben wir da bestellt? Mal gucken. Ich glaube, Oha, dafür ist sie echt riesig. Ja. Also, richtig gute Oversize-Jacke. Yes! Richtig weich. Was geben wir für eine Note? Also, ich habe eine 1. Ich gebe, die ist halt hier hinten am Rücken so. Also so soll sie ja eigentlich auch sein. Ich gebe... Muss ich damit nur anfangen? Ich gebe eine 2 plus. Okay. Aber ich finde sie geil, also ich finde sie wirklich gut. Okay, gut. Machen wir kurz weiter mit dem nächsten Teil und zwar... Also wir haben noch 2. Ich weiß jetzt hier gerade nicht, ich glaube es ist wieder ein Kleid. Okay. Oder eine Bluse. Ich mag den Stoff gar nicht. Oh mein Gott, scheiße. Ich habe auch immer nur die gut bewährten Sachen eigentlich genommen. Es ist eine Bluse. Oh. Ja, das fühlt sich an wie ein Ballon oder so. Aber die saß voll schön. Sie sieht auch schön aus. Stoff ist halt... Ja, zieh an. Mal gucken. Also, ich muss sagen, das Oberteil finde ich richtig gut. Weil es auch wirklich hier, das habe ich bei so einem Oberteil voll oft, dass es halt immer so sitzt, dass man trotzdem so Träger und so sieht. Und das ist war ja bei dem Kleid so. Genau, genau. Und das sitzt perfekt, dass es alles kaschiert. Also, das finde ich richtig gut. Das macht hier echt schönes Dekolleté irgendwie. Ja, das ist halt hier auch der ganze Bereich dieser stretchy Stoff. Und hier ist es deswegen so ein bisschen wie so ein kleines Schößchen. Ich kann es jetzt nicht so im Stehen zeigen, weil ich nur eine Strumpfhose habe. Aber es ist halt so ein bisschen cropped dadurch, aber mit einer High-Waist-Hose wäre es schön. Ja, übel. Ja. Ja, das ist echt schön, finde ich. Also der Stoff ist halt wirklich nicht so, aber ich finde, wenn man ihn trägt, ist es gar nicht so schlimm bestimmt. Ne? Nee, weil der ist so locker an den Armen. Ich merke den gar nicht wirklich an den Armen. Wenn der jetzt eng wäre, dann wäre es wahrscheinlich blöd. Ja. Und ich glaube auch trotzdem, dass man schwitzt, aber ich finde es nicht unbequem. Nee. Ich dachte auch erst, der Stoff ist wie so ein Ballon, aber ich finde es echt nicht unbequem. Was mich auch erst dachte, stört, ist, dass es halt nicht so ein Kontrast ist. Die Blumen sind eher so ein Beige und nicht weiß. Mhm. Aber in der Kamera, glaube ich, gar nicht so rüber gerade. Nö, und ich glaube auch so, wenn man es von Weitem sieht, würde es nicht auffallen. Deswegen finde ich es trotzdem schön. Ja, es sah halt so ganz erst ein bisschen aus wie so ein Oma-Stoff. So. Ja, und wie so, so ausgebleicht. Ja, aber jetzt ist es echt schön, finde ich. Sieht echt ausgebleicht aus, aber sieht schön aus.
Nee, das finde ich auch schön. Komm, das sieht schön aus in der Kamera. Ja, und es ist halt wirklich, ich bin 0% eingeengt, also die Arme sind sehr gut. Perfekt. Okay. Dem würde ich auch eine 2 plus geben. Ja, ich würde ihm auch eine 2 plus geben. Es ist schön, aber der Stoff ist halt nicht genau perfekt. Wenn der Stoff perfekt, wenn der Stoff so wäre wie bei dem weißen Kleid, wäre es besser. Ja, ja. Nee, 1 1 minus wäre es, wenn der Stoff schön wäre, oder ja. So, aber genau. It is not. Okay, dann nächstes. Das nächste ist rosa. Schön. Und ich war mir dann die ganze Zeit nicht sicher, ob ich weiß oder rosa, aber ich hatte Angst, dass man bei weiß durchgucken kann. Ja. Habe ich lieber rosa genommen. Und ich finde das so schön. Ich schwöre, ich hätte mir jetzt auch fast gehofft. Das ist schon mal cool. Ich finde das mega schön, dass das hier so eine Strickpunkte cool hat. Und oh, noch die Rüschen hier. Genau, so das, ich finde, das sieht einfach mega, mega süß aus. Ich hoffe halt jetzt, dass es passt. Ja, hoffe ich auch. Das sieht irgendwie gerade sehr klein aus. Was ist das für eine aus. Größe? M, also ich glaube, ich habe alles in M bestellt. Ja, du meintest kleiner M, ja. Die meisten, also es kommt darauf an, wie sie ausfallen. Sie ist einfach, oh, die Farbe sieht ich hoffe, es sieht vor, die Farbe sieht okay. schön aus. We will see. Ja. Also, ich muss sagen, es ist halt, wir hätten, oder du hättest es schon eine Nummer größer holen können, aber es ist halt auch schwer. Also ja, ich, das ist kann schwer. Ja auch mir selber passieren, dass ich es dann falsch einschätze. Und vor allem hat das Model, bei ihr sah es halt voll locker aus. Also weißt du, weil man denkt doch zum Beispiel bei einem Model, was jetzt auch zum Beispiel eine 32 ist, denke ich auch, sie hat eine 32 an. Ja. Und bei ihr sah es dann aber locker. Also ja, die ja, haben ja. ihr halt safe eine L angezogen oder so, damit das so ist. Ja. Also dadurch ist es halt auch sehr kurz. Also es könnte wirklich, wirklich länger sein. Also ich glaube, du musst 1,50 sein, damit das Kleid über deinen Arsch geht. Und es ist halt an den Armen sehr eng hier. Es ist auch ein bisschen locker sein, geht aber noch. So, aber ich finde es echt schön. Also ja. Es ist, das mit dem Cutout finde ich richtig schön. Das, und hier vor allem, also ich liebe. Oh, gussiert nicht. Ich finde halt diese Rüschen am Hals richtig schön. Ich liebe sowas irgendwie, so Details. Und ich finde auch die Farbe richtig schön. Du bist wieder fokussiert, aber egal. Ich finde auch die Farbe richtig schön. Ja, aber es ist halt leider zu klein und dadurch sitzt es nicht so schön. Aber ich finde es trotzdem schön. Also wenn es die richtige Größe wäre, würde ich dem, glaube ich, sogar eine 1 minus geben. Ach nö. Mann, ich habe einen Job! Deswegen gebe ich ihm eine 2, eine glatte. Ja, also... Weil es wirklich... Obwohl eine 2 plus geht auch, weil es wäre ja eigentlich schön. Es wäre schon schön. Schade Marmelade. Sehr schade. Aber es waren ja immerhin 3 gute Teile dabei. Ich bin zufrieden bist du mit meiner Ausbeute. Also ich habe mir schon gedacht, dass es schwer wird. Ich bin ja froh, dass mir überhaupt Sachen gepasst haben. Okay, man weiß ja nie so, ne, wie man die andere das einschätzen oder so. Und also das Oberteil hier, das sitzt wirklich... Oh. Aber hört euch an, wie es sich anhört. Ja. Das ist eine Fahne. Ich finde, aber also ich muss sagen, ich weiß, du hast Sachen, wenn die nicht geilen Stoff haben. Yeah. Mir ist es irgendwie egal. Mir war es früher auch egal, mir war es früher richtig. Solange es halt einfach schön aussieht und nicht ultra kratzt. Exakt, das kommt mit dem Alter, du. Ja, kann sein. Also kratzen finde ich auch schlimm, aber das finde ich geht halt noch voll klar. Wer weiß, wie es im Sommer ist, wenn ich mich dann immer totspitze, dann auch nicht mehr geil. Aber das finde ich richtig schön. Ja. Das andere Kleid war halt leider so ein bisschen fail mit den Binden. Aber das grüne Kleid, das erste war geil. Die Jacke ist geil, auf der ich gerade drauf sitze. Auf der Jacke. Ja, warte. Die Jacke ist geil. Die ist bequem auf jeden Fall. Genau, die Jacke finde ich richtig cool. Also die finde ich wirklich, da kann man auch voll gut noch was drunter ziehen und so. Also es ist echt eine richtig coole Jacke. Oder Hemdjacke. Ja, das ist einfach so, bist du weich. Ich hoffe, du wirst es tragen. Ja, ich hoffe, ein cooler auch. Style. Ich weiß halt immer, also ja. Guck mal, das kannst du über ein weißes T-Shirt und eine Jeans drüber ziehen, über ein Kleid kannst du theoretisch drüber ziehen, auch wenn ich glaube ich eigentlich über ein Kleid ziehen würde, aber so über ein enges Kleid könntest du es drüber ziehen und so. Das ist, du kannst damit Sachen so chilliger machen. Ja, weil auch die finde ich cool, ich werde probieren, die anzuziehen. Wenn du sie nicht anziehst, gibt's sie nicht. Also nicht, weil ich sie nicht schön finde, sondern weil ich mich überwinden musste bei dem Stil. Ja. Nee, gerade so, dass ich hier einfach unsere Haarfarben. Gechallenged. Das sieht echt, das ist echt fast wie, okay, ein bisschen roter noch, aber... Ja, so oben, also meine hier war. So wie du warst. Ja, ja stimmt, oben hatte ich extrem rot. Hier unten wird das ja so, ich habe ja immer noch ein bisschen rot hier oben. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Okay. Ich fand es sehr interessant. Wir können es wirklich voll gerne nochmal machen. Ja, ich würde es richtig machen. So, ja, also so wirklich so Sachen kaufst, die so, du so geil findest oder so. Einfach so umstylen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und dann würde ich sagen... Wobei ich die Sachen auch alle geil fand. Also ich hätte alles davon auch getragen. Ja, die sind ja... Also ich finde, vom Stil her finde ich die alle richtig geil. Also du hast so komplett meinen Geschmack getroffen. Ja. Genau, schaut auf jeden Fall nochmal in die Infobox, da sind auch die ganzen Links drin, falls ihr irgendwas hiervon auch schön fandet. Vielleicht sieht es bei euch auch besser aus als an mir, zum Beispiel dieses Kleid oder so. Überall war das die Größe M, by the way. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Und in der Infobox und hier findet ihr auch nochmal meinen Rabattcode, mit dem ihr sparen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss. Adieu. Okay, geil.